Herzlich willkommen zurück zu Pirates hier in Folge 25, keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. 24 sind wir, jawohl, 24, einmal kurz rüber schielen, dann weiß ich's. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ich habe gerade angehalten, weil unsere Meute momentan etwas mürrisch daherkommt und das habe ich gerade nachgelesen, lässt sich leider nicht verhindern. Rebellisch ist, glaube ich, eher der richtige Ausdruck. Wir sind bei schwacher Gesundheit übrigens auch mittlerweile schon, also uns geht's echt nicht mehr so gut. Wird also langsam Zeit, dass wir kämpfen, weiß ich nicht. Das wird schwierig werden. Wir müssen ein kleines Schiff mit wenig Besatzung irgendwie finden, damit wir kämpfen. Da kann man das ein bisschen herauszögern. Also das lässt sich nicht verhindern, dass die Meute irgendwann anfängt zu rebellieren. Und wir sollten auf jeden Fall schleunigst mal nach La Habana und mal gucken, ob was wir da für einen Erfolg haben. Deswegen. Super. Okay. Ja, unser Unterleutnant kommt auf uns zu und Kapitän, wir segeln schon seit mehr als 25 Monaten und haben nur 2307 Goldstücke erbeutet. Ich habe gelesen, pro Besatzung sollte man 1000 haben, das heißt, wir bräuchten 40.000 Gold. Ja, vielleicht sollten wir einen Hafen anlaufen und die Beute teilen. Wir machen das auch, allerdings in La Habana. Ich hoffe, ich verliere nicht meine ganzen Habseligkeiten wieder, die ich jetzt teuer erkauft habe. Das wäre echt schade. Und das würde mir den Spaß ein wenig lähmen. So, wo sind wir da? Jetzt müssen wir quasi nur nach oben, ne? Ah gut, schräg nach oben. Also, ganz schnell nach La Habana. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht anfängt, nochmal zu meutern. Ich glaube, zwei, dreimal und dann ist vorbei. Dann setzen die uns aus, den Haien zum Fraß, auch immer. Keine Ahnung. Dann haben wir, glaube ich, auch nichts mehr. Natürlich haben wir wenig Kohle. Aber denen zu erklären, so, hey, du arbeitest gut und kriegst dafür nichts, ist verständlich. Also, die wollen auch ihr Geld haben, ihren Lohn, ihren hart verdienten Lohn, wirklich. Und, ach komm. Also, ja, wollte ich gerade klicken. 4 Geschütze, 50 Männer. Wir haben momentan, glaube ich, nichts zu verlieren, oder? Warte mal, muss das ein bisschen rüber hier? So. Obwohl, kann ich auch mit der Tastatur. Ne, ich mach's einfach mal. So. 8 Geschütze geladen, einmal drehen. So, da sind wir schon weg. Schuss! Na, der ist auch schon weg. Hinterher, das Kriegskanon ist schnell. Das sollte mal. Ah, das ist eine Piratenschaluppe. Oh oh, er trifft uns. Nicht, sehr gut. So. Ah, das war auch scheiße. Also ihr merkt, ich bin da nicht so gut drin. Ah, der hat uns getroffen. Also schnell hinterher. Nützt ja nichts. Und dann wird mal wieder gekämpft. Ja, der ist vorbei. Habe ich gesehen? Habe ich gewusst. Ah ne, der Kriegskano ist es. Was laber ich denn? Was laberst du? Wir haben 7 Geschütze geladen. Ah, da ging daneben, mein Freund. So. Noch einmal schießen. Der ging daneben. Die Schiffe stoßen mit lautem Knall. Bababa. Die entmutigte Besatzung gibt schnell auf. Ein bescheidenes Häufchen Gold und Beute wartet darauf von euch. Erbeutet zu werden. Wird nicht so viel sein. Oh, Montalban ist unterwegs nach Puerto Cabello. Er ist vor 7 Tagen in Maracaibo losgesegelt. Gut zu wissen. Aber wir haben andere Ziele momentan. So, was können wir denn hier nehmen? Nicht so viel, wa? Ah. Sieht toll aus. Wir nehmen alles und das behalten wir auch mal. Das Kriegskanu. Und dann geht's weiter. Naja, immerhin. Wir haben kein wirklich viel Kohle gemacht. Wir haben halt ein bisschen... Ein Schiff haben wir dazu. Verzieht euch, ihr Drantöten, gebt ihr als Antwort. Oh, oh. Oh. Naja. Wir haben wenig Besatzung, das ist gut. Wenige Besatzung, wenig Meuterei. Wir wollen ja auch gar nicht kämpfen. Ich würde am liebsten alle rausschmeißen und alleine umher segeln momentan. Aber geht nicht. Ich hoffe, wir schaffen es noch rechtzeitig. Das ist natürlich jetzt eine... Oh, Alter, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich wirklich dann... Das ist mal interessant. Werden wir gleich einfach irgendwo... ausgesetzt. Ich könnte es da stehen. Wenn ich keine Kohle kriegen würde, für meine harte Arbeit, da würde ich sagen, zeige ich euch einen Finger. Jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, welchen Finger ich euch zeige. Ne? Ist, glaube ich, auch verständlich. Ich glaube, das ist jeder, der hart arbeitet, der soll auch dafür gut entlohnt werden. Ja, ja, wir laufen einen Hafen an. Boah, ich werde nervös bei sowas. Ja, wir müssen einmal hier rum, dann haben wir es. Komm, das machen wir mal gerade mal abspeichern. Lalalala. Jetzt können wir eh nichts mehr machen. Jetzt können wir eh nichts mehr... So, das Mikro gerade ein bisschen. So. So, gerade mal korrigiert. Jetzt klinge ich auch deutlich. Viel deutlicher. So, Alter.
Ich war immer wie ein Vater zu euch. Ein guter Mann war ich. Und so dankt ihr mir, also echt. Nein, ich verstehe es ja. So, wir haben es jetzt gleich. Oh, hoffentlich reicht das, hoffentlich reicht das. Ah, ich will nicht angreifen, ich will nicht kämpfen, ich will nichts. Lass mich durch. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Ja. Oh, 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 oh. Sind wir hier richtig? Ja, absolut, absolut richtig. Wusste ich. Gibraltar! Vielleicht sollten wir einen Hafen laufen und die Beute teilen. Ich weiß es. Boah, Alter. Hab mir wieder Bömskin reingetan, weil ich ein bisschen noch Probleme im Hals habe. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich denke mal, ja, ihr seid cool. Bis jetzt wart ihr immer cool. Oh. Scheiße. Eine böse Wolke. Komm, einfach durch jetzt. Und nach La Habana. Wir sind zurück. Und wie viele Einwohner haben wir? 25.000. Alter Schwede. So, mit dem Händler Handel treiben. Gott, Gott. Das ist alles so lausig. Alles so lausig. Naja, gut, dafür kriegen wir nicht viel. Egal, weg damit. Schenke aufsuchen. Vielleicht können wir ja noch irgendwie... Na, Reliquie brauchen wir eh nicht. So. Sollen wir wirklich die Beute teilen? Die Beute wird unter der Besatzung aufgeteilt. Jedes Besatzungsmitglied erhält zu einer vollen Zufriedenheit ihren Anteil von 71 Gold. Oh wei. Ihr könnt euer Flaggschiff Revenge behalten. Euer 10%iger Anteil der Beute als Kapitänsgeselle beträgt 2007. Wir teilen es später erstmal auf. Wir gehen jetzt erstmal zum Gouverneur. Und dann gucken wir mal, was passiert, ob wir wieder in der Gunst gestiegen sind. Oh, sorry. Mein lieber Herzog, London Silver, trete doch bitte ein. Wie ihr wisst, haben wir einen Krieg mit Engländern und den Holländern. Ich hörte gerade von der kürzlichen Begebenheit. Eure Kaperung eines indianischen Kriegskanus, Immigranten strömen nach Cartagena hervorragend. Der König wird zufrieden mit euch sein. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass der Umfang eures Anwesens 600 Morgen vergrößert wurde. Ich sehe an der Wunde eurer Wange, dass ihr in der Schlacht verwundet wurdet. Vielleicht würdet eine kleine Übungsrunde mit meinem Fechtmeister eure Fähigkeiten verbessern. Übung macht der Meister. Des nehmen wir auf jeden Fall dankend an. Nehmen wir wieder das Rapier für den schnellen Angriff. Und go. Und go. Achso, sind wir schon dran? Ja. Ja, das ist natürlich easy. Der ist natürlich easy, aber wenn wir irgendwo... Weißt du, wenn wir irgendwo wieder kämpfen müssen, dann... Dann wird's wieder tricky. Bam. Ah. Ja, wir müssen mittlerweile ein bisschen taktischer vorgehen. Ja. Das ist immer das Problem, was wir haben. Wir sind immer so... Wow. Jetzt stehen wir wieder auf gleicher Höhe. Oh. Beide gleiche Idee gehabt wieder. Boah, voll in your face, Junge. Ich kann nur anders. Jawohl, und ruf. Nein. Also unten kann der echt nicht haben. Zack. Na gut, also der ist jetzt nicht so schwierig, aber wir sind echt mittlerweile so lausig. Ah, da geht mir das Herz auf. Ja. Ich wusste, dass euer Mut nicht verlassen würde. Mein eifersüchtiger Verlobter wartet am Springbrunnen auf euch. Ich bete dafür, dass euch kein Leid geschieht. Seid unbesorgt, gnädiges Fräulein. Ich werde kurz einen Prozess mit ihm machen. Verflucht, ich habe mein Schwert vergessen. Wir müssen jetzt echt kämpfen um sie. Alter, das habe ich ja nicht erwartet. Ich habe gedacht, wir schenken noch ein bisschen. Aber natürlich, jeder will sie haben. Das ist natürlich verständlich. Oh, oh, der kleine Angeber. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mentholbonbon und Eistee. Wunderbare Mischung. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Oh. Und los. Vielleicht kann er auch tiefe Hiebe nicht haben. Ja. Drauf, drauf, drauf. Ich bin ein bisschen ruhiger gerade. Boah. Ich wurde auch in der Reihe. Los, los, los. Kämpfen. Oh Gott. Und er kommt.
Er hat uns gleich, scheiße. Drauf, jawohl. Oh, er kann vielleicht hohe Schläge nicht haben. Drauf, drauf, drauf. Ich bin ein bisschen ruhiger gerade. Scheiße. Liebe Güte, ich hoffe, dass ihr nicht ernsthaft verletzt seid. Vielleicht solltet ihr meine jüngere Schwester kennenlernen. Auf Wiedersehen. Und, wie sieht sie aus? Achso. Ja gut, okay, Satz mit X, das war wohl nix. Also, Schwertkämpfen sind wir echt nicht mehr gut. Da ist auch keiner, der mit uns was zu tun haben will. Verdammt, es sieht schlecht aus. Die Beute teilen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Aber das geht rappert natürlich. Obgleich eure Gesundheit schwach ist, werdet ihr im Laufe des Monats bald des Lebens auf festem Boden überdrüssig. Euer Flaggschiff ist wieder ein Schuss und eure stolze Besatzung ist versammelt. Auf zu neuen Abenteuern. Als Kapitänsgeselle fortfahren. Oh, zum Lehrling zurückwechseln. Du bist ein Kapitänsgeselle? Seit wann sind wir das denn? Ich meine, fahren wir wieder Lehrling. Vielleicht ist das ein bisschen easier für uns momentan. Wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen. So, und dann können wir nochmal gucken. Nochmal die Schenke aufsuchen. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Scheint, haben wir jetzt echt zu wenig. Ah, Informationen brauchen wir nicht. Da können wir momentan drauf verzichten. Vielleicht nochmal den Gouverneur einen Besuch abstatten. Das ganze Geplänkel wollen wir nicht. Wir wollen zu ihr. Na, das ist nur ein Kratzer. Ah! Die schöne Tochter des Gouverneurs betritt das Zimmer, spricht eure Bewunderung für eure elegante Kleidung aus und wählt euch zum großen Abendball ein. Da sind wir besser dran als mit Kämpfen. Ja, wir nehmen natürlich die Einladung dankend an. Achtet einfach auf meine Handzeichen und alles geht wie am Schnürchen. Ist auch nicht so einfach, aber sind wir momentan besser. So, kleiner Rülpser muss da auch mal sein. Dann wollen wir mal. Drück mir die Daumen, dass ich da nicht irgendwie auf die Füße trete. Alter, wir sind schon alt geworden, das stimmt schon. Aber wir haben ja mittlerweile Erfahrung, so kann man es auch sagen. Einmal. Jetzt konzentriere ich mich auch mal gerade wieder. Nicht böse sein. Ich bin ja nicht so ein guter Tänzer in Real Life. Aber ich hoffe, dass wir hier einfach mal ein locker flockiges Dings aufs Parkett legen können. Sieht momentan auch sehr gut aus. Ja, ich gucke jetzt auch gar nicht, wie ich tanze. Einfach nur, dass ich es tue. Nochmal. Ja. Alter, ich müsste es mir so dermaßen aufschreiben in Real Life. Ich wäre ja schon ein paar Mal auf die Füße getreten. Was? Ich hab's doch gemacht. Jetzt wird's aber zackig hier gerade. Ist gut jetzt. Oh, da mach ich zweimal. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Und unten. Und unten. Und unten. Lass es bitte vorbei sein. Ja, aber das Herz ist am Buppern hier oben. Und, was sagt sie? Ja, sie strahlt, doch. Ich glaube, ihr habt eine Tante, die seit vielen Jahren vermisst wird. Der niedrige Baron Raimondo, aber das wissen wir ja schon alles. Auf Wiedersehen. Wir haben gut gepunktet, glaube ich. Obwohl wir uns ein bisschen tölpig angestellt haben. Wir gucken gerade mal, wie unser Liebesleben aussieht. 3 von 10. Ich glaube, wir haben ein wenig verloren, wa? Ja, das war wohl nicht so gut beim letzten Mal. Jetzt gehen wir nochmal in die Schenke. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Warte mal, Status prüfen. 197. Oh, da kriegen wir keine Kartenstück für. Obwohl, für 150 haben wir auch schon eins bekommen. Da will aber keiner. Segeln wir mal davon. Es wird empfohlen, zum Steuern des Schiffs den Ziffernblock zu verwenden. Es sei denn, es wird auf einem Laptop gespielt. Beachtet das Ziffernblock-Layout unter den... Hä? Jetzt hast du mir jetzt nach 24 Folgen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euren ersten Ruhmespunkt erlangt. Achso, weil wir ja geändert haben. Hä? Achso, ich bin zurück auf Lehrling. Ist das jetzt der Grund? Hey, Junge. Ah, Heilkräuter. Schade. Verlängert mein Leben, aber was will ich jetzt damit? Status prüfen. Unsere Gesundheit ist bei schwacher Gesundheit. Unsere Besatzung ist sehr glücklich. Alles klar. So, gehen wir mal zum Gouverneur. Vielleicht können wir ja nochmal tanzen. Wird wieder eine Tanzfolge vielleicht.
Wir sind im Krieg. Ja, ja, haben wir auch ganz toll gemacht alles. 50 morgen? Ja. Ich habe zufällig eine Diamanthalskette. Sehr gut, so können wir punkten. Sehr gut. Du meine Güte, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Na gut, ich bin ganz überwältigt. Ja, ja. Baron Raimondo, das wissen wir auch. Wir haben gepunktet, Leute. Sehr gut. Daumen hoch. Wunderbar. Top. Jetzt gucken wir gerade mal, wie unser Liebesleben ist. 4 von 10. Ja, teure Angelegenheit hier, Fräulein. Fräulein. Ne, den hatten wir schon. Das machen wir nochmal gerade. Ich glaube, das ist echt gut, wenn wir das gerade mal so ein bisschen machen. Ihr seht ja, groß kämpfen können wir momentan echt nicht mehr. Gehen wir wieder in die Schenke. Ah. Oh. Kann ich mir nicht leisten. Aber gut, soll's. Wir haben ja noch die anderen Sachen. Wir haben noch den Rubinring. Wir haben die ganzen Sachen, die wir vorher hatten, haben wir noch hier bei uns. Das ist super. Haben wir noch nicht verloren wie beim letzten Mal. Bin schon mal ganz froh drum. Gehen wir nochmal zum Gouverneur. Vielleicht ist das ja, ne? Von Erfolg gekrönt. Vielleicht will sie ja noch ein Geschenk. Ja, ja, ja. Den Text kennen wir ja alle. Herzog, ich hatte ja so drauf gehofft, dass ihr zurückkommt. Leider hat eure großzügiges Geschenk die Aufmerksamkeit meines Verlobten, eines äußerst eifersüchtigen Kapitänleutnants, erregt. Tatsächlich hat er euch zu einem Duell bei eurem nächsten Besuch herausgefordert. Ich verabscheue dieses Blutvergießen, ich auch. Dennoch hoffe ich, dass ihr euch bei eurer Rückkehr als furchtloser Schwertkämpfer erweist. Auf Wiedersehen. Oh, wow, wow, wow. Ich glaube, das war beim letzten Mal, hatten sie uns aber nicht gesagt. Lass uns einfach da auf einem Messer laufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich guck mal gerade, wenn wir noch ein bisschen Handel treiben können. Gewürze sind hier sehr gut. Die werden hier ganz gut gut angenommen. 23. Ich glaube, wir müssen nämlich nochmal gucken, dass wir nochmal ein bisschen Handel treiben. Wow. Sehr gut. Wir sind durchgekommen. Gibraltar. 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 So. Händler Handel treiben. Wow. 2 nur. Scheiße. Bisschen wenig. Egal. Wir machen's. Wir nehmen alles, was geht. Und die Schenke. Hoffentlich kriegen wir ein günstiges Kartenstück. Nee. Nee, ich will keine Informationen von dir. Okay, wir haben Ruhm 43. Das ist auch nicht so schlecht. Das sollte eigentlich schon ausreichen, um eine Gouverneurstochter zu bezirzen, oder? Ruhm 43. Und mal ein netter Kerl sein, natürlich. Das gehört natürlich auch dazu. Ist mir auch oft... Charakter ist mir oft wichtiger als irgendwas drumherum. So, Händler Handel treiben. Verkaufen. Das auch verkaufen. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen an Kohle. Ah, uns fehlen 7 Goldstücke. Guck mal gucken. Na. Sollen wir uns dem Kampf stellen? Ich sag mal ja. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nur was zu gewinnen. Das wollen wir mal bedenken. Also, das ganze Gespök ist hier wieder rum. Ja, ja. Gouverneurstochter. So. Ich glaube, ich mach's diesmal besser. Ah, 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 ah. Oh, oh, seid unbesorgt. Ich werde kurz einen Prozess mit ihm machen. Und dann mal gucken. Jetzt haben wir 4 von 10 Liebesherzen. Liebespunkte. Mal gucken, ob wir gleich mehr oder weniger haben. Aber wir sind ja jetzt wieder auf... Oh, es geht schon los? Achso, ich habe ja keinen. Was? Was? Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Oder auch nicht. Oh oh. Boah, der ist heftig. Oh, oh why, oh why. Und haben wir jetzt richtig verloren. 2 von 10. Ah. Scheiße. Das war echt nicht gut. Das war echt nicht gut. Alter Schwede. Scheiße. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder... Wir müssen richtig viel fette Punkte sammeln. Also, ich fahre das einfach da durch. Krass. Also, festgestellt. Es bringt nicht so viel. Ja, es bringt nicht viel. Schade. 2. Ist nicht so viel. Zucker. Auch nicht so viel. Bringt nicht so viel Kohle ein momentan. Wieso haben wir eigentlich so viel Besatzung? Ach, falscher Schnurrbart. Das brauche ich nicht. Ich stelle mich und kriege auf die Fresse. Das ist ein bisschen schade. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir da so viele Punkte wieder verlieren. Also wir haben gerade 2 Liebespunkte verloren. Das wieder reinkriegen. Ich weiß ja nicht. Wir können natürlich noch gucken, dass wir ihr den Rubinring schenken.
Aber die will ja nicht nur Geschenke haben. Leider. Ein bisschen schade. Damit könnte ich dann punkten. So, wir sind aber 300 Goldstücke. Vielleicht können wir jetzt gucken, dass wir, oh, Waren waren besser da. So, das Schiffsding ist voll. Schenke aufsuchen. Guck mal, ob wir ein Kartenstück kriegen. Wir kriegen kein Kartenstück mehr. Schade. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Wir sind oft hier, wir sind penetrant geworden. So, nein. Das ist nur ein Kratzer. Einladung zum Ball. Okay, machen wir noch einmal. Dann steigen wir auf jeden Fall in der Gunst. Und irgendwann müssen wir wieder kämpfen, habe ich den Eindruck. Also es ist immer so ein Tonus. Wir nehmen einfach mal an und dann machen wir das noch. Und dann ist die Folge vorbei. Jawohl, stolzer Typ. Komm, brechen wir mal ab, kennen wir ja schon. So, konzentrieren. Oh, rechts. Konzentrieren, das heißt wieder ein bisschen ruhiger sein. Ja. Ihr seht also, wie angespannt ich nur auch bin bei sowas. Es sind immer unterschiedliche Tänze scheinbar. Also, ja, die Reihenfolge ist immer unterschiedlich. Also, ich kann mich gar nicht mal irgendwie auf was einstimmen hier. Komm, ich tanze gut. Noch tanze ich gut. Oh, nach vorne. Hallo! Da einmal. Muss das nochmal machen, jawohl. Yeah, runter! Rechts, hoch, links, Mitte durch! Alter, ich habe Angst zu blinzeln gerade. Oh, komm, lass den Tanz vorbei sein, bitte. Geht ja ab hier. Ich glaube, wir können auch gar nicht so oft klicken. So. Wow, wow, wow. Schöner Tanz, aber kann ich mich momentan nicht drauf konzentrieren. Muss ich auf die Schrittreihenfolge, muss ich echt mal behalten. Oh, da war zweimal. Siehst du, habe ich gesehen? So. Wunderbar. Sehr schön. Und? Küstehorn, schöne Frau. Ihre Augen sind so braun. Ja, ja, das wissen wir. Auf Wiedersehen. Ja, komm, kann ich nicht hier bleiben? Okay, Status prüfen. Gucken wir mal gerade, ob es das gebracht hat. 3 von 10. Wir sind wieder etwas hochgekommen. Ich glaube, das ist ja eigentlich der richtige Weg. Kämpfen. Wenn wir kämpfen müssen, müssen wir erstmal dankend ablehnen. Ich weiß noch nicht, wie wir es schaffen. Okay. Müssen wir uns Gedanken machen. Erstmal vielen Dank. Die Folge ist vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, Dankeschön fürs Zusehen und bis bald. Ja, eine kleine Schmusi-Busi-Folge, wo wir auch wieder aufs Maul bekommen haben. Das ist ein bisschen tricky und ich glaube, das könnte echt ein Problem werden, wenn wir ja, kämpfen müssen. Also kämpfen, da sind wir, glaube ich, mittlerweile ein bisschen zu alt für den Mist. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Mal gucken, ob wir das nächste Mal irgendwann hinbekommen und dann die Gunst der Gouverneurstochter und uns reißen können. So, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.